Die Frage mit dem sozialen Dienst am Staat ist ja auf keinen Fall neu. Nicht? Auch so durch die Abschaffung oder Aussetzung der Wehrpflicht und des Zivildienstes ist ja nun auch schon etliche Jahre her. Den Gedanken an sich finde ich schon nach wie vor ganz reizvoll. Zum einen, weil mir damals der Zivildienst überhaupt nicht geschadet hat. Im Gegenteil, hat mir eher gut getan. Es gibt ja nun auch nicht wirklich was Dringendes zu tun nach der Schulzeit für niemanden, ne, dass man da sagen könnte, es wäre ganz, ganz wichtig, möglichst schnell irgendwo ans Arbeiten oder im Moment ja doch für die meisten eher ans Studieren zu kommen. Und die Idee, die ich daran reizvoll finde, den Gedanken, den habe ich schon mal in einem Podcast vor einigen Monaten auch angeregt, wäre ja zum einen müssten es weder 15, 18 Monate sein, sondern eher das, was damals vielleicht Grundwehrdienst gewesen wäre. Also 6 Monate würde ja Sinn machen, zu sagen, also 6 Monate wahlweise zur Bundeswehr zu gehen, freiwillig, also da wählen zu können, nicht gezogen zu werden, sondern sich entscheiden zu können, ob man beim Katastrophenschutz, ob man in die Pflege geht, ob man zur Bundeswehr geht. Und was ich noch besonders reizvoll daran fände, an einem sozialen Pflichtzeitraum für alle, wäre das auf europäischer Basis zu machen. Weil alle reden ja immer davon, wie wichtig es ist, Europa zusammenzuhalten, Europa auch als Einheit zu sehen und dementsprechend den europäischen Gedanken dadurch zu fördern, dass alle Schulabgänger oder in einer bestimmten Altersgruppe, also entweder mit 16 oder 18, also das müsste man gucken, weil die Schulsysteme ja auch sehr unterschiedlich sind. Einmal, wann angefangen wird, in die Schule zu gehen oder aber wann die Schülerinnen und Schüler mit der Schule fertig sind, wäre es doch trotzdem reizvoll zu sagen, jede Schülerin, jeder Schüler in Europa muss 6 Monate etwas Soziales tun und, das fände ich noch reizvoller, das darf nicht im eigenen Land, also nicht im Wohnortland stattfinden, sondern es muss über eine Grenze hinausgehen. Ich glaube, dadurch könnten wir den europäischen Gedanken sehr gut stärken. Wir könnten die Sprache, das Sprachverständnis, das Verständnis füreinander deutlich stärken. Und 6 Monate ist jetzt nicht wirklich ein Zeitraum, der einem am Ende der Lebenszeit oder der Lebensarbeitszeit fehlen würde. Im Gegenteil. Ich glaube, gerade weil es überschaubar ist, weil es nicht ein ganzes Jahr ist, sondern die Dauer eines Semesters wäre, wäre es deutlich einfacher zu planen, deutlich einfacher umzusetzen und wie und wo das wäre. Und es ist lang genug, um trotzdem auch einen Effekt zu erzielen. Also nicht nur ein Praktikum über 2 Wochen, 1 Monat oder 2 Monate, sondern 6 Monate ist durchaus ein Zeitraum, wo man zum einen gut eingearbeitet werden kann, zum anderen eine Tätigkeit erlernen kann, wo man durchaus eine gute Unterstützung für die Hauptarbeiter, also für die Menschen, die dort in ihrem Hauptjob arbeiten, wo man die gut unterstützen kann. Das heißt, man kann eine Menge lernen, um auch wirklich einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Darüber hinaus lernt man ein anderes Land kennen. Gegebenenfalls lernt man andere Arbeitsweisen kennen, andere Kulturen kennen, andere Denkweisen kennen, andere Länder, also den Umgang miteinander, andere Speisen, auch dieses sich zurechtzufinden in einem fremden Land. Also das wäre für mich das, was ich als durchaus reizvoll, sinnvoll ansehen würde. Und warum rede ich jetzt darüber? Es ist ja nun nicht wirklich mein Hauptjob, mich um die Bildung oder um Soziales zu kümmern. Aber auch ich bin Mensch, auch ich bin Vater, auch ich bin Unternehmer. Und ich fände es nach wie vor sehr reizvoll, wenn wir die engen Gedanken, die ja doch viele Menschen daran hindern, gut miteinander klarzukommen oder auszukommen, wenn wir so die Gedankenmuster sprengen, wenn wir gucken, was wir tun können, um Jugendliche früher mit ihren Potenzialen in Verbindung zu bringen. Und das wäre was ich zum Beispiel gerne unterstützen würde, dass ich mit meinen Fähigkeiten, unter anderem mit astrologischer Beratung, aber durchaus auch mit vielen, vielen Jahren, wo ich rekrutiert habe, wo ich Menschen entwickelt habe in ihrer beruflichen Entwicklung, aber sicher auch in ihrer persönlichen Entwicklung, das würde ich durchaus gerne unterstützen,
dass man eine Früherkennung für Potenziale einführt und dementsprechend dann auch den Jugendlichen eine Tätigkeit anbietet oder mehrere Möglichkeiten anbieten kann, die ihnen auch entsprechen würden. Das heißt, wo sie sich auch wirklich maximal etwas für sich und ihr Leben mitnehmen können. Mich interessiert, was hältst du davon? Was hältst du von dieser Idee? Lass mich gern mal an deinen Gedanken teilhaben. Und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn du dieses Video kommentierst zu den Ideen, die ich damit so reingebracht habe, die nicht alle von mir sicher sind, aber dieser europäische Gedanke, das habe ich jetzt bewusst noch nicht irgendwo anders gehört. Und da würde mich einfach mal interessieren, was du darüber denkst. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn du das mal kommentierst und dass wir uns darüber mal austauschen können, ob und wie das aussehen könnte. Und dann kann man ja gegebenenfalls auch noch sehen, was aus diesen Gedanken wird. Ob da auch andere mit aufspringen oder das auch reizvoll fänden und dementsprechend das auch fördern würden oder weitertragen würden. Das war's für den Moment von mir. Danke für deine Zeit und fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Resttag und freue mich über deine Nachricht. Bis dahin, Dankeschön. Das war Armin von Herzkanal in Köln. Mach's gut. Tschüss.